So, SC Fallender gegen den SV Niederwerth in der Kreisliga A Koblenz 22-23. Und ja, gefühlt bin ich noch nie mit so wenig Spannung in ein Derby reingegangen. Also, ich weiß auch nicht. Wir hatten in wenigen Tagen zwei Derbys auf der Südspitze, einmal Liga, einmal Pokal. Beide haben wir 3-1 gewonnen, vor allem das Pokalspiel war dabei auch nochmal sehr eng, war vom Kampf nochmal mehr. Wir haben es geschafft, Urba so ein bisschen in die Meister- und Aufstiegssuppe zu spucken. Aber dieses Derby, hab vorhin noch das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Bendorf geguckt. Auf dem lag jetzt auch gerade noch vorhin mein Fokus, aber jetzt auf dem Spiel gegen Fallender? Nö. Also, ich bin mit kaum Spannung, hey, in dieses Spiel reingegangen. Naja. Bei Niederwerth im Übrigen heute ein Yannick Felber, schon nicht ein Verwandter von Tim Felber natürlich, und wieder kein Karim Hassanin. Yannick Rennken ist mittlerweile, hey, verletzt, er steht da unten schon wieder. Und naja, keine Ahnung, wer Yannick Felber ist, noch nie von ihm gehört. So, dann kann es ja heute mal relativ direkt mal losgehen. Das Video zum Spiel gegen Bendorf 2 müsste jetzt mittlerweile auch online sein. Ich hatte es, als ich vorhin kurz noch zu Hause war, hatte ich es schon auf Hochladen gestellt. Müsste mittlerweile auch hochgeladen sein. Und ja, Einwurf mal wenigen Sekunden. Ey. Ich meine, das ist für alle Spieler auf dem Platz so ein Derby natürlich was Besonderes. Wir haben mit Felber haben wir zum Beispiel einen Ex-Holländer in der Startelf heute. Mit Mike Lohrer haben wir auch noch einen ehemaligen Fallenderer bei uns. Also Luca Mohr, auch ein Ex-Fallenderer, aber keine Ahnung, was mit dem ist. Ich habe mit dem von dem habe ich seit dem Winter gar nichts mehr gehört. Gefühlt ist er seit seinem letzten Tor, was ich mitbekommen habe, von ihm komplett von der Bildfläche verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ob er gewechselt ist, ich weiß es nicht. Komplett in der Versenkung verschwunden, Luca Mohr. Ja, ich konnte bisher in meiner Zeit, so wie ich die paar Male, hey, in Fallender war, noch nie gegen Fallender einen Sieg beobachten. Auf der Südspitze ist es da was anderes. Mit zwei Unentschieden und der Rest sind ja nur Siege. Ja, das war Yannick Felber, hey, mit der 9. Ist irgendwie wie damals mit Alex Castillo, Stefano Tiberi und in dem einen Pokalspiel Eusin Denehi. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt noch nie von denen gehört, bis ich es da irgendwann rausgefunden habe, dass die WAU-Studenten sind und dann vor uns spielen. Oh, und einen hat schon erwischt. Ja, da muss schon einer kommen. Er kann wohl weitergehen, aber es wurde gerade sogar offscreen, wurde sogar gerade schon eine rote Karte gefordert. Ja, Micky Parshall war es, Gelbsucht wie immer. Ach Gott. Naja, aber er ist ja auch ein Defensivspieler, der auch immer sehr viel macht, der auch immer sehr viel Kampfgeist, hey, auf dem Platz lässt. Der kämpft immer so, als würde er sein Leben auf dem Platz lassen. Gefühlt 1920 oder 2021, das ist die Saison, an die ich mich da am ehesten erinnere, oder vielleicht noch letzte Saison, hat er in gefühlt jedem Spiel eine gelbe Karte gekriegt. In gefühlt jedem. Ja, der Ball kam, glaube ich, vom Zweier verfallen, das wird einen Einwurf in Niederwert geben. Ja, man sieht mal wieder sehr gut gefüllt hier auf der Tribüne, haben sich auch ein paar weniger heute mal nach. Niedergelassen. Ja, was auch mal wirklich krass wäre, wenn. Wäre mal interessant zu sehen, wenn es ein Pokalfinale hier in Fallender gäbe zwischen diesen beiden Vereinen. Das wäre mal interessant zu sehen. Weil klar, es sind immer ziemlich viele Zuschauer da hinten, aber ich würde mal gern sehen, wenn das jetzt so heißt, es ist ein Finale zwischen diesen beiden Mannschaften und es ist ein Derby und ein
Verein hat jeweils natürlich, hat natürlich den einen Vorteil. Es wäre krass zu sehen, wie voll man da das Stadion kriegen würde. Weil hier ist immer fast komplett leer. Nur da hinten ist immer voll. Und Smog kriegt ihn wohl noch im Spiel gehalten. Naja, jetzt hat man ja auch zuletzt gegen die SG Moseltal verloren. Das war so eine schreckliche Leistung von Niederwerth, dass ich mir noch nicht mal groß Hoffnungen für heute machen kann. Also, ich will jetzt nicht sagen, das hat allein an Axel Bach, dem Schiedsrichter, gelegen, weil man muss sich auch immer an dieselbe Nase fassen, dass man spielerisch einige Sachen extrem schlecht gelöst bekommen hat oder halt überhaupt nicht. Ein Treffer war nach dem Freistoß und der andere war einfach ein Lattentreffer von Christopher Stein, den Marcel Smog dann im Endeffekt noch im Abpraller halt noch reingeköpft hat. Sonst kam da überhaupt nichts. Das waren gefühlt die zwei besten Chancen, die warten. Neben einem anderen Lattenschuss von Marcel Smog. Abseits, Junge. Dieser Abschluss jetzt mal langsam ausgeführt werden. So 10-15 Sekunden gefühlt. Oder vielleicht waren es auch weniger, vielleicht ist mein Zeitgefühl noch einfach tot. Ja. Das ist Kreisliga. Ja, oder vielleicht ist das so eine Szene, die immer mal wieder passieren kann. Vielleicht kann man auch eher sagen, das ist Fußball statt das ist Kreisliga. So ein paar Show, klatsche Ball ab zu. Der erste Bergkocherscheid kam dann noch von hinten an. Jetzt noch Spicher zu Smog. Ja, und Yannick Felber kommt da von hinten an. Der kriegt den Ball. Ja! 1-0! Yannick Felber, der Debütant. Yannick Felber. Oder erste Mal. Lass es das erste Mal seit 2019/20 sein, dass Niederwerth wieder in einem Derby in Fallen da in Führung geht. Wenn es ein Spiel der ersten Mannschaft ist. Damals hat man noch innerhalb der ersten 20 Minuten einen 0-1 Rückstand aufgeholt. Hat am Ende 3-1 gewonnen. Yannick Felber. Ich habe eben noch gesagt, bevor das Spiel angepfiffen wurde, keine Ahnung wer das ist. Wahrscheinlich ein Verwandter von Tim Felber. Aber da hat es mir doch direkt gezeigt. Ja, und da kommt direkt Fallender im Gegenzug. Ich hab's eigentlich schon in den Eiern gehabt, dass Fallender hier direkt den Ausgleich schafft. Also bei der ersten Mannschaft habe ich gefühlt, bei jedem einzelnen Angriff, egal wie harmlos er aussieht, immer das Gefühl, immer, dass der Ball im Netz landet. Da habe ich immer dieses Gefühl. Dieses Gefühl liegt mir in meinen Hoden. Ja, der eine Yannick in Klammern Röntgen ist verletzt und der andere Yannick in Klammern Felber macht das Tor. Ja, Fallender in den letzten Jahren seit 2019 ungeschlagen gegen uns in diesem Stadion. Wie werden sie jetzt reagieren? Auf diesen frühen Rückstand. Tabellarisch gehen sie natürlich viel besser hier ins Spiel rein. Und Klug, der 2019 in der ersten Minute in meinem Video getroffen hat. Nach ein paar 30 Sekunden. Ja, mittlerweile kann ich noch nicht mal mehr genau sagen, ob er der wie viel schnellste Torschütze überhaupt ist. Weil es mittlerweile schon durchaus ein paar Tore in der ersten Minute in meinen Videos gibt. Ich kann auf jeden Fall sagen, der schnellste ist Salih Şahin. Vielleicht, nur vielleicht, ist Quint Klug der zweitschnellste. Aber ich glaube, viele Tore in der ersten Minute kamen auch relativ gegen Ende. Ja, und da ist die Chance. Sie lebt noch und Rixen. Also, wenn wir nicht Marvin Rixen im Tor hätten oder Tom Strick. Also, jetzt hier haben wir Marvin Rixen im Tor. Aber wenn wir die beiden nicht hätten. Wer weiß, wie viele Tore wir seit dem Metternich-Spiel, also mit dem Metternich-Spiel eingeschlossen, wie viele Gegentore wir dann auf dem Konto hätten.
Ja, Marcel Smog, der jetzt auch mehr im Sturm spielt. Ich glaube, er ist ja auch Stürmer in gewissem Sinne. Ich glaube, es gibt mal so eine extrem unausführliche Transfermarktseite von Niederwerth, die, wie gesagt, sehr extrem unausführlich ist. Wo, glaube ich, sogar steht, Marcel Smog wäre Stürmer. Aber ich glaube, die Transfermarktseite müsste noch so alt sein. Ich glaube, da steht dennoch Jan Lorum drin. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder Nenad Lazarevic. Oder Marcel Schotkowski. Der mal Torwart, glaube ich, bei uns war. Also so ganz aktuell ist diese Transfermarktseite wirklich gar nicht. Wird so gut wie gar nicht aktualisiert. Ja. So geht das hier los. 1:0 für Niederwerth. So früh innerhalb der ersten 10 Minuten. Besser hätte man sich's gar nicht vorstellen können. Smog, der lässt sich jetzt eher wieder ins Mittelfeld fallen, so auf die Außenseite. Yannick Felber und Tobias Dotz dann eher in der Mitte, aber Tobias Dotz, der ist auch eher Flügelspieler und dann auch eher defensiv. So, und dann kommt der Zweier auf Höhe der Eckfahne. Der Ball war wohl noch im Spiel, ich habe den schon im Aus gesehen. Ja, ich stehe sehr weit weg, aber ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass der ein bisschen hinter der weißen Linie war. Oder war nur innerhalb des Bereiches, wo die Eckfahne ist, das kann auch sein. Immer noch fallender, aber dieser Ball ins Niemandsland zu einem nicht existenten Teamkameraden, der den Ball leider nicht verwerten kann. Für fallender zumindest. Ja, der Ball kam hoch rein, aber ist jetzt schon wieder weg. Ja, Spicher konnte da den Ball auch nicht behaupten. Ja, das reklamiert aber Gerstenberg dazwischen. Spielen ruhig raus und jetzt Karbaum. Ja, der Ball war zu lang für Tobias Dott. Aber wirklich, wenn man jetzt, sag ich mal, einen optischen Strich hier ziehen würde, da wo der Spielereingang aufs Feld ist. Wenn links die Werther sind und rechts die Fallenderer, dann hätten wir womöglich eine Überzahl an Niederwerther-Fans. Weil bezieht man die Fans auf der Tribüne da hinten mal mit ein, dann hätten wir vielleicht eine knappe Überzahl an Niederwerth-Fans. Weil von hier sieht es optisch jetzt nach nicht so vielen Niederwerther-Fans aus. Ich kann mich da auch vertun. Ja, abseits. Ja. Gute Arbeit, Schiri. Also wirklich auch gerade nach diesem 2:3 gegen Moseltal, wo man sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt direkt in Führung gehen, noch relativ wenig bis gar nichts zulassen. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. So, und wieder Marcel Smog kriegt einen kleinen Knall von hinten rein. Aber war natürlich auch kein Freistoß. So, Karbaum. Schuss wird geblockt und Chris Müller jetzt auf Außen. Ja, der verfängt sich da am 15er von Fallender. So, Kocher Scheidt, der den Ball versucht festzumachen. Felten kriegt den Ball dann nicht mehr. Und wieder Chris Müller. Doppelpass mit Yannick Felber. Entschuldigung für meine paar Versprecher. Ja, ich kommentiere manchmal so in einem flüssig durch. Deswegen mir manchmal sogar Fehler beim Reden nicht auffallen. Ja. Alter, wie oft hatten wir es jetzt schon in den letzten Spielen, dass mal einer ausgerutscht ist? Die Antwort ist ja. Und es gibt schon einen Wechsel. Tobias Stein kommt rein für Gerstenberg. Gerstenberg geht hier raus. Tobias Stein geht direkt ganz durch und macht diesen Einwurf erstmal jetzt. Füllt die Lücke jetzt erstmal von Gerstenberg. Ja, ich glaube, Gerstenberg ist eher Außenverteidiger und Stein ist eher der Innenverteidiger. Also, naja, vielleicht in der Dreierkette spielt er vielleicht mehr aus. Und wenn man mal überhaupt Dreierkette spielen würde. Oh ja, ein Karbaum. Sah robust aus, war aber harmlos.
eigentlich, also zumindest für einen Schiedsrichter, Lars Felten, der für einen Mittelfeldspieler oder defensiven Mittelfeldspieler doch sehr torgefährlich ist, hat ja auch vor ein paar Saisons, als man den geholt hat, noch ein paar wenige Spiele für Engers gemacht und ein paar Mal getroffen. Ich glaube, der hat sogar noch in der Saison, wo er zu Fallen da gewechselt ist, hat er, glaube ich, sogar noch ein Rheinland-Pokalspiel für Engers gemacht. Oder ein Kreispokalspiel für Engers. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, dann war es eher ein Rheinland-Pokalspiel für Engers. Er ist ja noch relativ jung, glaube ich. Der hat ja wohl mal als Jugendspieler einfach mal seine Chance bekommen und der Ball geht ins Aus. Naja, es ist ein sehr highlight-armes Spiel, bis auf dieses Tor. Es ist noch nichts Sonderliches passiert. Also es gab keine klaren Abschlüsse, es gab keine spektakulären Paraden, hey. Eigentlich bis auf das Tor mehr oder weniger überhaupt nichts. Da, das ist wieder so ein Video, wo man sagen kann, ja, das Tor kratzt das Geschehen so ein bisschen raus. Ich meine, es sind 16 Minuten Videomaterial jetzt rum, sagen wir mal, es waren 14 bis 15 Minuten an reinem Spielgeschehen. Wenn man mal, also an dem, was ich jetzt am Spielgeschehen drauf habe, lassen wir mal diese Behandlungspause raus, das Ballholen von Rixen, lassen wir das einfach mal raus. Dann haben wir die reine Spielzeit und hin rumgestochere und getrete gegen den Ball natürlich, nicht gegen Tobias Dott, der standhaft bleibt und versucht ganz ruhig da den Ball zu holen. Ja, und Marcel Smog, der da versucht hat, den Ball abzulegen, der ist ihm versprungen, wollte ihn sich wiederholen, aber er ist weg, der Ball. Ja, und der Fünfer legt ab zu, ich glaube, das wäre Lars Felten gewesen, der den Ball jetzt auch nochmal zurück ablegt und den Ball jetzt wieder auf den Flügel kriegt. Immer noch Lars Felten, kommt bis in den Strafraum, legt die zurück und der Ausgleich für Fallender. Super gespielt von Lars Felten auf der Außenseite, sehr viel Einsatz gezeigt und er zeigt, warum er der Topscorer der Fallenderer ist. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Assists er hat. Aber ich glaube, der Ball wird eh nochmal abgelegt. Aber er zeigt, warum er einer der besten Fallenderer in dieser Saison ist. Ja, und dieses Derby steht wieder bei 0. Ja, wahrscheinlich geht das jetzt eh wieder den erwarteten Lauf, also den von mir erwarteten Lauf nach dem Moseltal-Spiel. Und Kocherscheid weiß schon gar nicht, wo der von ihm abgeblockte Ball ist. Und Fallender erobert die Nuss. Ja, der Einsatz von Spicher da. Oh, und es wird abgepfiffen und Freistoß Fallender. Ja, und ich glaube, nehmen wir jetzt mal an, es wird Clevin Klug sein, der diesen Freistoß herausführen wird. Okay, auch wenn es jetzt natürlich kurz ist, es spielen sich jetzt weiter hier hinten rum erstmal. Aber sie wollen sich erstmal eine ruhige Ballbesitzphase herausarbeiten. Sie wollen sie nutzen. Aber jetzt können sie sie erstmal nicht mehr nutzen. Jetzt muss Niederwerth erstmal gucken, dass sie sich jetzt erstmal konzentrieren und den Ball sich jetzt erstmal selbst zurechtlegen. Okay, aber Kocherscheid war auch bei Parschau, der jetzt hier an den Ball kam. Weswegen Parschau war als nächstmöglicher Anspielpartner dann doch zugestellt. Und jetzt hatte Felber den Ball kurz erobert, aber sie gehen direkt wieder in die Offensive. Und jetzt kriegt Niederwerth jetzt erstmal diesen Einwurf. Ja, vielleicht braucht man auch mal ein paar Ballbesitzhasen, ein paar ruhige Ballbesitzhasen, um erstmal zu gucken, wo gibt's Lücken? Wo kann man am besten rangehen? Und zur größten Not versucht man es halt mal mit langen Bällen. Ja, Marcel Smog verliert schon wieder den Ball. Ich will jetzt Marcel Smog hier nichts vorwerfen. Es ist immer noch ein Derby, wo von beiden Mannschaften sehr viel Einsatz auf dem Platz gelassen wird. Da hat man meistens nicht mal eine Sekunde Raum zum Denken.
Ja, und Kerbaum, der will diesen Ball lange durchspielen, macht er natürlich auch. Und ja, er war zu lang für Tobias Dott. Ja, das sind natürlich alles ansatzweise gute Ideen, aber die Mitspieler sind natürlich auch bei so Pässen im Laufduell natürlich auch gewissermaßen zugestellt. Dann ist der Ball vielleicht auch nicht so 100% ideal gespielt. Deswegen, man muss auch auf so Dinge einfach mal hoffen. Oh, wenn der Ball da richtig abprallt, kommt der zu Chris Müller. Fliegen zurück zu Tobi Stein oder flanken direkt rein. Ja, ich glaube, Tobias Stein wäre da die bessere Möglichkeit gewesen. War der gleich 21-Minuten-Marke. Und jetzt fallen da nochmal, aber der Ex-Haller Tim Felber spielt da den Ball zu Rixen zurück. Ball jetzt ins Ausgespielt. Warum weiß ich jetzt auch gerade nicht? Okay, Tobias Stein, der vorhin eingewechselt wird, den hat Zoll erwischt. So, und der Ball von Felten zurückgeworfen zu Micky Parschau. So, und Tobias Stein, der wirft den Ball hier ein zu Tobias. Dort, der war Maus. Der war Maus. So, da geht das Spielgeschehen hier auch schon weiter. Ja, ein Laufduell jetzt mit Felber, der unter Druck gesetzt wird vom Zehner. Ja, ein Feldner, der den Ball jetzt im Mittelfeld hält. Aber geblockt wieder die ganze Situation hier. Ja, das Spiel hat noch nicht viele Chancen zu offenbaren, eigentlich nur die zwei Tore. Das fallendere 1-1 war von der Entstehung da schon ein bisschen besser anzusehen wie unser Tor, was ja, glaube ich, eigentlich schon am Abpraller oder so kam, von irgendwo hier vorne am Strafraumeck. Ja, ich glaube, dass das Video zum Spiel gegen Bendorf 2 schon wesentlich interessanter anzuschauen wie das hier. Aber trotzdem irgendwie zwei Tore. Also, frag mich nicht, wie das passieren konnte, dass hier zwei Tore gefallen sind im Video. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe selbst keine Ahnung. Und wieso es im Bendorf-Video dafür nur halb so viele waren? Leute, ihr fragt mich Sachen. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt mal Tobias Dott mit dem Einwurf. Im Strafraum ist alles ziemlich zugestellt, aber der Ball wird trotzdem zu Smog geworfen und der Ball ist schon wieder. Ja, die Bälle landen sehr oft im Aus, weswegen das Spiel immer sehr, sehr viel rausgezögert wird. Und Einwurf Nummer 10.000 gefühlt wieder. Der landet bei Spicher und bei Yannick Felber. Ja, alles zu durchsichtig, alles zu schwach bisher in diesem Spiel gefühlt. Nichts wirklich Gutes. Es ist ein eher, bis auf die Tore, ein eher schwaches Kreisliga-A-Spiel. Felber taucht das jetzt nochmal drunter durch und Rixen, ich glaube, Rückpässe mit dem Kopf oder Rückgaben mit dem Kopf darf man ja, glaube ich, mit der Hand aufnehmen. So, und Rixen, ganz weiter Abschlag. Und ja, jetzt mal eine Chance vielleicht. Aber wieder weggeholzt von Fallender. Ja, der geht ja schon auf den Boden, bevor Spicher wirklich da ist. Freistoß für Niederwerth. Es wird direkt laut hier im Stadion. So, vielleicht jetzt sagt zu einem Video, das Video jetzt schon länger, wie es ein paar Minuten länger, wie ich es eingeschaltet wollte. Aber naja. Wieder ab. Ich habe irgendwie auch gehofft, dass der Ball irgendwie vielleicht jetzt ausgeht oder direkt den Weg ins Tor findet. Und Smog, der den Ball da weiterleiten will, aber an Quint Klug scheitert.
Ja, und jetzt wird die Werther-Defensive überlaufen. Und das ist die Chance. Und Rixen pariert zur Ecke. Ja, dann haben wir. Das ist so eine Aktion, die irgendwie mal gefehlt hat hier im Video. Ja, vielleicht hätte ich auch ein paar Mal mehr schneiden können. Dann wäre das Video vielleicht jetzt bei 23 Minuten eher. Keine Ahnung. So. Und Rixen schlägt ihn wieder raus. Da kommt der Abschluss und der geht vorbei. Ach, Ecke. Leute, ich will das Video beenden jetzt. Ja, dann noch eine Ecke. Von mir aus. Von mir aus können wir das gerne noch organisieren hier. So, dann hat jetzt auch wieder gefühlt 15, 20 Sekunden gedauert, bis man sich halt den Ball zu diesem Eckball hey bereitlegen konnte. Ja, Klug will den noch im Spiel halten und kriegt es auch irgendwie hin. Felten außerhalb vom Strafraum jetzt und vielleicht mal Niederwert jetzt nochmal umschalten. Ich glaube, so lange ist an sich von den Videos nur das Kreispokalfinale geworden. Alter, ich will das Video jetzt mal langsam beenden. Entschuldigung, wenn ich das jetzt viel zu oft sage, aber das ist ja auch irgendwie so. Damit beende ich das Video für heute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.